Hammerhart, meine arme Rolle. Oh mein Gott, au. Und da geht der erste große Brocken rein. Das ist doch schön. Ja, ich stehe hier gerade an der Yama mit Light Setup. Richtig schön fein. Oh, komm ran hier. Und der Brocken, das ist der erste, der ein bisschen Bock hat. Eine Stelle, wo gerade so richtig viel funktionieren soll. Und zwar auf dem roten Hornet. Da hieß es vor 2 Tagen schon im Livestream, Alden, teste mal roten Hornet. Alter, eine kleine Dolly. Naja, auf Light Setup geht sogar sowas Kleines einigermaßen in die Bremse. Ich bin gespannt, was passiert, wenn da was wirklich Großes reingeht. Mann. Ich hatte gerade schon ein bisschen probiert mit grauen Mäusen wieder und sowas, ein bisschen weiter unten. Und jetzt hier, na, doch wieder, ja, doch nochmal wieder ein bisschen feiner reingehen, ein bisschen leichter testen, denn auch hier wurde gerade mongolische Rotfeder gefangen. Auch richtig, richtig nice. Auf leichtem Setup. Das ist natürlich auch ein Burner, ne? Oha, Masulachs. Auch richtig nice. Auch vom Cash. Super, super nice. Ja, XP sind natürlich auch schmackhaft. Also, da kann gerne mehr gehen. Küppimann. Der Küppimann hat er geschrieben. Oder der hat die Rotfeder gefangen. Schön über, ich glaube, über 2 Kilo war das Teil. Und, den hatte ich direkt erstmal angeschrieben und er meinte, ja, hier, ne? Geh mal da, schön leicht, auf dem Hornet. Also 175, 207. Und da scheint wohl auch schon ein bisschen länger was zu gehen. Ja, wie es sich gehört, ich war früh morgens dann hier am Spot, ungefähr 3 Uhr in der Nacht schon hier, damit man auch schon mal ein bisschen werfen kann, damit man schon mal ein bisschen abtesten kann, die Area. Also, wohin wirft man, wie verhält sich der Köder, welche Geschwindigkeiten zieht man durch und so weiter. Und ich bin jetzt so bei einer mittleren Geschwindigkeit bis langsamen Geschwindigkeit gerade eher bei diesem Setup hier. Ja, ist natürlich auch tatsächlich immer Setup abhängig. Je nachdem, wie schnell deine Kurbel einzieht und so weiter, musst du halt ein bisschen variieren. Ich versuche halt immer, dass der Spinner halt richtig schön in Action ist, dass man da ein bisschen was vielleicht sieht, so ein leichtes Flackern unten in der Actionbar. Und ja, dementsprechend, dass halt was passiert, einfach mit dem Spinner, ne? Und dann abwerfen, also von dem Baum da hinten jetzt gerade bis hier unten, so in diese Area, also den gesamten Bereich eben abwerfen. So, also mal schnell reinziehen. Und dann eben gucken, was so geht. Vorher war ich schon unterwegs mit der grauen Maus. Beziehungsweise parallel auch noch auf Light, auf Grund noch ein bisschen rumgetestet. Wir können gleich mal kurz in den Kescher reingucken. Genau, ein bisschen auf Grund, aber eben auch sowas hier. Digga, fetter Silberlachs sofort auf der Black Gray, also die schwarz-graue Maus, die 35er. Das ist natürlich auch nicht so schlecht, das war jetzt ein bisschen weiter unten. Gucken wir mal kurz auf die Map, das war jetzt hier in dem Bereich. Also gar nicht so weit weg von hier. Hier ist ja die Area, die auch immer ganz gut funktioniert fürs Posenangeln. Aber eben auch auf Grund ging das hier ganz gut. 10 Meter so weit rausgeworfen, so leicht schräg. Ich glaube, hier so an der Ecke war das, genau. Leicht schräg rausgeworfen. Und dann ging da auch ein bisschen was. Also auch das gar nicht so schlecht für die etwas größeren Brocken. Aber jetzt hier nochmal schön fein und leicht. Und dann vielleicht auch noch die Chance auf Rotlachs, auf die mongolische Rotfeder, das wäre natürlich der absolute Burner. Deswegen ziehe ich jetzt hier gleich noch ein bisschen weiter durch. Und wenn auch sowas Zartes hier reingeht wie der Masu, bam, dann wäre das natürlich auch richtig, richtig nice. Ansonsten gehen hier bestimmt einfach rein verschiedene Eschen auch noch. Alles, was halt so ein bisschen kleiner ist. Der Ugui ist auch schon reingegangen direkt in der Nacht. Ja, und das hat er auch gesagt, Rotlachs soll gehen. Ich habe den Haken ein bisschen größer gewählt. Man kann ja den Haken auch ganz gut hier bis zu einem, ich glaube, bis zu einem 2-0er sogar. Oder 2er? Nee, doch, 2-0er. Ich habe den auf einem 1er jetzt mal gemacht. Das ist schon ein bisschen drüber. Bam! Aber wir wollen ja auch die Brocken, die ein bisschen drüber sind. Von daher mal gucken, ob der jetzt hier noch schön liefert. Einfach eine Nummer größer, also deutlich größer. 8er ist ja normal.
einen 8er Haken, ich sag mal einen 6er Haken zu verwenden, wäre noch eine vernünftig größere Möglichkeit. Und dann den 4er oder 1er Haken ist schon deutlich größer, deutlich drüber. Aber vielleicht triggert es ja nochmal eine schöne Dolly. Ja, bisher muss ich sagen, passt es schon ganz gut. Jetzt muss die Frequenz einfach noch so bleiben. Wir haben schon wieder ein bisschen Wetterwechsel von sonnig auf grau. Aber das passt soweit. Ich ziehe jetzt erstmal hier ein bisschen weiter durch und dann gucken wir mal, was so gleich noch alles hier reinrasselt. Haha, der erste Brocken, der mal so richtig reingeht. Ja, ansonsten würde ich sagen, ist die Frequenz tatsächlich ganz gut. Wir haben es jetzt gleich 15 Uhr in Game. Und ja, wie gesagt, Frequenz passt. Fast jeder Wurf ein Biss, so soll das sein, so muss das natürlich auch sein. Gerade wenn man halt so fein unterwegs ist, da braucht man einige Brocken. Aber eben auch einige dabei, die relativ klein sind. Ich werde wahrscheinlich noch mal ein bisschen weiter oben testen. Gleiches Setup, also eher da oben bei den Steinen. Das mache ich dann am nächsten Tag. Bisher muss ich sagen, da hinten, da ungefähr hingeworfen, wo die Birken stehen, da passt es, glaube ich, mit am besten. So leicht mit der Strömung runter und dann doch ein bisschen schnelleres Einkurbeln. Ziehen wir den nochmal eben raus. Das hat, glaube ich, bisher am besten geklappt. So von unten nach oben ziehen war bei mir jetzt hier nicht so ganz spannend. Nichtsdestotrotz muss man das natürlich auch immer alles testen, testen, testen. Immer alles ausprobieren. Na, nochmal eine Dolly, wa? Ja, eine Dolly war denn. 3,9. Ja, gerne mehr davon. Also, genau, so in die Richtung. Einholgeschwindigkeit gerade jetzt hier auf dem Setup 27. Allerdings ist meine Rolle auch ziemlich schnell unterwegs. Hat eine sehr hohe Übersetzung. Zack, der nächste. Also da lief es bisher jetzt so am besten. Wir gucken nochmal kurz das Setup an und den Köder und natürlich genau den Spot auf der Map. Und ich glaube, dann haben wir aber auch schon alles, was man benötigt. Und dann heißt es jetzt hier einfach durchhalten und testen, wenn man in die Rekorde reinschaut. Da sieht das schon ziemlich nice aus, was da alles schon gefangen wurde hier auf dem Hornet. Ja, wie gerade schon gesagt, der etwas übertriebene Haken, 1er Haken, 9,4 hier nur vom Vorfach, also wirklich fein und klein unterwegs, 10 Kilo Hauptschnur, 10 Kilo Bremse, man könnte noch ein bisschen dicker reingehen, ich wollte allerdings auch ausreichend Schnur hier drauf haben. Das ist natürlich ein bisschen der Nachteil hier, es gibt leider im Leitangeln kaum gute Rollen mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und dann auch noch ausreichend Schnurkapazität. Deswegen ist Leitangeln halt auch nicht so nice. Also entweder Ultralight oder Medium Light. Ich glaube, Leitangeln kann man tatsächlich auslassen. Ich wollte allerdings auch diese Route hier testen, denn die gibt es ja oder die gab es ja vom 7-Jahres-Event. Ne? Und das Teil musste ich doch auch mal im Einsatz testen hier. Endlich mal verwendet, weil, ja, wann soll man es halt sonst verwenden, ne? Ich gucke gerade mal, gab es da nochmal irgendwo was drauf von Tama? Nee, einfach nur, genau, die Tama Victory, sonst nichts Besonderes drauf, aber halt so ein bisschen im Retro-Style und wie gesagt, hier, das ist die beste, ja, ich würde sagen schon die beste Light-Rolle, leider eben auch nicht ganz günstig. Und die, auch von der Schnurkapazität her natürlich wahnsinnig wenig. Wenn man hier mit einer vernünftigen Tragfähigkeit reingehen will von der Schnur, hat man kaum noch Meter drauf. 10 Kilo, 2000er Rolle, 6,2:1. Also einmal kurbeln sind 6,2 Umdrehungen dann am Spulenkopf. Das ist schon richtig schön schnell. Von daher passt das ganz gut, das Ding. Aber ja, ich glaube, Ultralight, ein vernünftiges Ultralight-Setup macht mehr Sinn. Oder hier mit großem Setup mit Spirulino vielleicht reingehen. Da kommt man vielleicht doch noch auf ein bisschen mehr Frequenz oder ähnlich viel Frequenz. Aber dann hat man ausreichend Schnur, wenn man halt was ganz Großes reinballert aus Versehen. Dann wird es nicht so brenzlig. So, jetzt ziehe ich hier nochmal ein bisschen weiter durch. Ja, wie gesagt, vom Kescher-Bild. Einige Masus oder Masu war mit dabei, die kleineren Masus sind eben auch mit dabei. Rotlachse Ugui auch mit dabei. Verschiedene Dollys, allerdings die alle nur relativ klein. Ich würde sagen, es ist ganz okay.
Es ist ganz okay. Es geht ja darum, jetzt hier auch wieder ein bisschen was Seltenes zu fangen. Und wenn jetzt hier sowas auch reingeht, wie gesagt, wie so eine Rotfeder oder sowas, ist das natürlich auch nicht schlecht. Also, das ist die Pose. Jetzt haben wir 16 Uhr. Ich glaube, ich gehe noch mal ein bisschen weiter. Triggert mich schon die ganze Zeit. Ich wollte mich hier vorne auch noch mal ein bisschen weiter testen an den Steinen. So, das ist ja hier die klassische Stelle sozusagen. Wenn man direkt am Camp ist, dann kommt man ja sofort quasi hier an. Und dann wirft man jetzt an für sich genau in die andere Richtung. Also jetzt gerade von hier hochgeworfen. Und jetzt hier an dieser Kante entlang. Das triggert mich halt die ganze Zeit, wo ich da hingucke. Jetzt testen wir mal hier weiter. Jetzt muss ich natürlich hier die Geschwindigkeit wieder ein bisschen anpassen. Gucken wir mal, wo es vielleicht irgendwie am besten läuft. Vielleicht sogar ein bisschen langsamer nochmal reingehen. Und dann hier wieder durchziehen und hier weiter testen. Aber im Groben würde ich sagen, die Area an für sich macht doch wieder richtig Sinn. Also ob das von hier unten ist. Ne, hier war es genau an der Ecke. Von hier unten in die Area oder von hier oben. Also da muss man ausprobieren, da muss man wieder testen. Ich werde auf jeden Fall noch weiter durchziehen und auf jeden Fall diesen Köder noch ein bisschen weiter ausprobieren, denn der scheint gerade richtig abzugehen. Alter, was ist denn jetzt passiert? Oh mein Gott, ja, so viel dazu, wenn mal was Großes reingeht. Eieieiei. Hammer hart. Hammer hart, meine arme Rolle. Oh mein Gott, au. Alter Falter, der hat ja richtig Bock. Der hat ja richtig Bock. Und die Kopfschläge. Ich kann die nicht halten. Alter. Trotz der schnellen Einholgeschwindigkeit, der ist so schnell, wenn er auf mich zuschwimmt. Uiuiui. Keine Chance, den gegenzukurbeln. So. Alter Falter. Richtige Rakete. Okay, Schnur sieht, glaube ich, ganz okay aus. Alter, das ist ja extrem. Die arme Rolle. Eieiei. Oh, das ist krass. Das hatte ich ja schon lange nicht mehr, dass ein Fisch so sehr über einem Setup ist. Alter Falter. Nein, ich habe Stellen. Warum Taste gefettfingert? Nein. Oh. So, jetzt. Komm, ganz entspannt. Bisschen schön nach links halten, dass er nicht noch mehr in die Strömung abhaut. Also ich halte die Route nach rechts und der soll halt nach links dann abhauen gegen die Strömung. Ja, auch nach 5 Minuten hat er einfach immer noch mächtig Bock. Und ich kann die großen Pausen, wenn er mir entgegenschwimmt, quasi nur ausgleichen, wenn ich selber mit nach hinten renne. Also nach hinten laufen, weil er einfach so schnell ist, dass ich mit dem kleinen Setup hier kaum hinterherkomme. Ganz, ganz, ganz heftiger Drill. Nochmal rund 5 Minuten später. Es wird langsam dunkel oder es ist langsam gerade dunkel geworden. Und der Fisch lässt ein wenig nach. Es wird ein bisschen weniger. Er ist nicht mehr so ganz super aktiv. Aber immer noch viel, viel, viel zu stark für das Setup. Na, ist es das doch schon? Ist er doch schon fertig? Hat er sich jetzt komplett verausgabt? Im Moment lässt er sich richtig ranziehen. Ohne, dass er irgendwie Gegenwehr leistet. Jetzt schwimmt er sogar in meine Richtung. Oh, okay. Soweit hatte ich ihn ja noch gar nicht drin. Das ist ja richtig gut, ey. Das ist richtig gut. Krass, krass, krass. Was ein Monster. Was ein heftiger Drill. Auf so einem kleinen Setup, ey. Die arme Rolle, gleich mal reingucken. Die war ja quasi neu noch. Mal gucken, ob die da ordentlich Verschleiß gefressen hat jetzt. Und vor allem, was es ist, ist ja der Hammer. Ist ja der Hammer. Ja, hat sich komplett verausgabt. Also wirklich sprintmäßig komplett abgegangen. Und jetzt aber dann doch
gar nicht so ganz lang die Ausdauer gehabt. Mann, 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 Mann. Auf 9 Kilo Setup, da ist was zu sehen. Es ist wirklich ein König, ne? Es ist wirklich ein König. 10 Kilo Königslachs oder so. Den will man nicht haben, ey. Ja. Ei, 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 ei. Wahnsinn. Wahnsinn. So, komm ran hier. Tatsächlich. 10 Kilo Königslachs. 10,7 Kilo auf dem Light-Setup. Lecko funny, Alter. Ja, gucken wir mal eben kurz rein hier in den Verschleiß. Was hat er angerichtet? Ordentlich Öl gefressen oder ein bisschen was an Öl. Bremse geht sogar noch, ne? Geht sogar noch, aber wie gesagt, das Teil war relativ neu. Ja, hier werde ich jetzt auf jeden Fall als nächstes nachölen, ein Hochleistungs-, Hochgeschwindigkeitsöl. Es gibt verschiedene Öle, die speziell geeignet sind für die Light- und Ultralight-Rollen, also die dieses Speed-Rollen. Da werde ich jetzt auf jeden Fall ein hochwertiges Öl drauf machen, wobei Cymon eigentlich nicht schlecht ist, aber da gibt es bestimmt noch was Besseres, damit eben hier jetzt der Verschleiß nicht drauf geht vom Getriebe und vom Kugellager, denn das gleicht sich ziemlich schnell eben auch dem Öl an und das wollen wir natürlich nicht, denn das kostet nochmal alles extra. Ja, krasses Dingen, krasser Drill und ich würde sagen, so viel zu dem Köder. Den Köder auf jeden Fall mal testen, wie und mit welchem Set bleibt dir überlassen, ran da. Ja, so viel zum Spot. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.